Hallo und willkommen. Es geht weiter mit Amy und der Guild Newcrest Legacy Challenge. Ja. Oh ja, es ist schon eine Weile her, dass ich hier aufgenommen habe. Ihr habt zwar letzte Woche die Folge gesehen, aber die lag schon ganz lang bei mir rum und ich kam einfach nicht dazu. Wie gesagt, aus gesundheitlichen Gründen die hochzuladen. Jetzt wollen wir aber weitermachen. Ich habe noch keine Antwort, denn ich nehme diese Folge jetzt auf, nachdem ich gleich die letzte hochgeladen habe. Und wir haben hier den Trey, mit dem sie einen Liebesbalken hat. Sie hat den Francesco, den Daryl und natürlich den Trevor. Aber wir wollten ja uns von Trevor etwas distanzieren, denn ich denke, weil das so vorschnell war und gleich einziehen wollte, nachdem sie es das zweite Mal getroffen haben, mal hier einen anderen. Und ja, ihr dürft auswählen, wen von den Boys. Ja, ich werde jetzt heute mal nochmal den Trey bisschen hier einladen und mit dem gucken, den Daryl und eventuell nochmal den Francesco. Und dann bin ich gespannt, welcher es dann wird in der nächsten Folge. Die anderen werde ich dann quasi rausschmeißen, ersetzen oder alles auf Null setzen, dass ihr die nicht kennt. Mal sehen, wie ich das mache. Ja. Liebe Amy, es regnet und du bist immer noch hier draußen. Zum Ernten haben wir nichts. Oh, ja, alles klar. Wir müssen mal gucken, wie es dir geht. Eigentlich soweit ganz gut. Oh, die Farbe gefällt mir gar nicht, liebe Amy. Das ist mir. Ich habe wieder den falschen V-Shade eingestellt. So, jetzt ist der richtige da. Oh mein Gott, immer. Ich muss mir das irgendwann mal aufschreiben, welches Let's Play hier verwendet. Sie redet hier mit den Pflanzen und ich würde sagen, ich lasse jetzt einmal reingehen. Die trieft schon wieder so. Die trieft. Das gibt's ja gar nicht. So, müssen wir dir jetzt die nassen Kleider ausziehen? Gucken. Nee, geht noch nicht. Aber genau, du könntest ja mal jetzt mal aufs Klo gehen und dann könntest du den Trey einladen. So, genau so machen wir das. Ja, hier ist noch ziemlich klein hier. Ich habe mir schon überlegt, ob ich das nicht eins rausziehe, aber ich glaube, dann habe ich kein Mini aus Grundstück mehr. Müsste ich mal gucken. Ja, mit dem Geld geht es auch noch nicht so voran. Da müssen wir auch noch schauen, dass ihr da noch mehr bekommt. Und ja, bin gespannt, ob ich das jetzt in dieser Folge alles hinbekomme. Es wird nämlich ziemlich schwer werden. Genau, komm mal hier raus, Amy. Oh, der kommt schon. Hereinbitten. Bitte ihn herein, er muss ja nicht draußen sein. So. Die trifft immer noch. Aber wir können die Sachen nicht. Halt, nicht rausgehen! Oh, was macht denn der? Zurückhaltender erster Kuss. Oh ja, komm, probier's mal. Gut. Okay. Aber. Oh nee. Stoppi. Stoppi, sorry. Ich brauche mal ein Bild. Das sieht doch süß aus, oder? Oh. Oh. Macht ja auch was von sich aus. Na, fragt man noch nach Tag. Können wir noch ein bisschen flirten? Und dann wir sitzen und plaudern. Kommt mal rein in die Stube, bitte. Genau, setzt euch hin und dann Amy. Nehmt mal hier ein bisschen. Graphene new play. Tribna. Skiba Yamub. Ja. Oh. Also er geht ja drauf ein, ne? Kiara Balansif.
Sie stehen sich angezogen zu fühlen. Er pflanzt in der, der hat jetzt was. Händchen halten. Oh mein Gott. Das stand jetzt gerade so dran. Körperliche Nähe. Nudeln. Hana Wanu. Gelbador. Isse, ja. Palachaba? Gipsy, you loud. Nibana. Hochzeit reden? Geht's noch? Wir wollen noch nicht über Hochzeit reden. Nein. Verführerisch flüstern. So steht da jetzt über Hochzeit reden dran. Hingabe ausdrücken, das können wir machen. Und dann können wir mal noch ein bisschen Smalltalk machen, kennenlernen. Hey, nicht weggehen. Ach, da ist er. Okay. Okay. Na dann. Pack yo in Limla? Kibaya! Quiver. Nach Lieblingsfarbe. Fragen. Und dann, ich glaube, er war der, wo er sich noch nicht so sicher war, in welche Richtung er gehen will. Tiefgründige Unterhaltung. Mag die Farbe Grau nicht. Okay. Das ist ja schon mal was. Grau mag er nicht. Wie gut, dass sie einen grauen Pulli anhat. Über Interessen reden. Was macht denn der? Hey, bleib doch mal stehen. Smalltalk. Einladen, über Nacht zu bleiben. Okay. Wir versuchen es mal. Vielleicht bleibt er ja da. Immer dieses über Hochzeit reden. Dörfna! Dörfna! Freundlich! Wer jetzt übernachtet oder bleibt der nicht? Ach nee, er bleibt über Nacht. Okay. Das klingt toll. Das finde ich gut. Dann könnten wir hier mal. Grana Ura. Nabaflarzo. Harva Boshi. Puibs. Lebensfreude. Jano Zorpel. Blaho Quarb. Snoop. Nein. Was könnten wir hier noch? Oh, Turfna. Zarzuya. Die Norsch. Hat mal, wie sein Tag war. Bishi Slekam. Und dann könnten wir noch mal. Chetchpivna. Sobiskum. Babna Churf. Lieblingsmode fragen. Ja, wir machen jetzt mal alles hier. Mach das Thema ein bisschen. Okay, ja. Wir können jetzt auch noch mal ein bisschen Romantik machen. Noch mal flirten. Versuchen zu verführen. Vielleicht funktioniert es ja. Und dann vielleicht noch mal flirten. Und vielleicht können wir noch mal Zuwendung. Körperliche Nähe. Sanft küssen. Sind soeben gute Freunde geworden. Naja, also, das läuft doch. Emmy, wie sieht's denn bei dir aus? Ja, eigentlich noch ganz gut. Willst du noch mal flirten? Und vielleicht mal küssen. Komm. Probier's einfach mal. Oh, Zombo. Noch mal küssen? Okay. Er dehnt sich. Er macht nichts von sich aus, oder? Schade. Ist echt schade.
Hals küssen. Ich wollte, dass er irgendwas von sich ausmacht. Aber es kommt nicht immer nur mal so zwischendrin. Jetzt läuft's. Jetzt machten sie von alleine. Aber er ist sehr energiegeladen statt kokett. Oh, mach dir Kompliment über Dings. Was ist jetzt? Okay. Jetzt geht sie. Folgt er ihr? Nö. Ich lass Amy jetzt schlafen. Wir haben ja auch schon fast eins. Ich denke. Und was er macht? Keine Ahnung. Also ich hab's versucht. Kommt immer nur so ein bisschen. Aber sie scheinen sich sehr gut zu verstehen. Glück, ja, nennt meine Pflanzen ab nachher. Aber er redet mit ihnen, das ist ja auch schon mal was. Ja, wer weiß, vielleicht wird es ja doch noch was. Ich spule mal vor, bis die Nacht vorbei ist und Amy wieder wach ist. Ja, Trevor ist gegangen. Es handelt sich um einen persönlichen Notfall und deswegen war er weg. Okay, ja, kann passieren. Ja, du musst jetzt erstmal hier das verdorbene Essen aussortieren, meine Liebe. Und wir haben TV-Staffelpremiere. Das wird natürlich sehr schwer. Wir haben nämlich keinen Fernseher. Und ich weiß auch nicht, ob wir in... Amy, ich bin's. Wie wär's mit einer Verabredung? Nein, ich kann nicht. Hey, Kangaroo. Jetzt Reste nehmen. Oh mein Gott. Lasse noch essen und dann wieder das Übliche, denn wir brauchen ja Geld. Und Amy kriegt ja ihr Geld von dem hier, was sie hier findet und erntet. Und ja, deswegen wieder das Übliche. Und es ist leider so, dass das halt immer so weitergeht. Während sich Amy begeistert den Schnitt und die Kanten des Kristalls vor ihr anschaut, scheint das Universum zurückzustarren. Ist das etwas Schicksal? Sollte Amy dies als ein Zeichen verstehen, dass sie Edelsteinkunde mag? Okay, du magst Edelsteinkunde. Okay. So, stopp, mal Pause hier. Haben wir jetzt wirklich alles geerntet? Manchmal habe ich nämlich das Gefühl, dass ich hier einiges vergesse zum Abernten. Alles, jawohl. Amy, wo ist denn dein Haus? Ach, da drüben. Aber hier nochmal gucken, ob ich alles habe. Amy, wo bist du denn? Und ja, jetzt kommt sie. Oh, und dann muss sie auch das Gebiet. Hallöchen, wir würden uns freuen, wenn du uns wieder einmal in Händen von Bagley besuchen würdest. Wenn ich jetzt nicht komme, gerne drücke, dann gehe ich wahrscheinlich in die Weltübersicht. So, das machen wir nachher, dass wir die Sachen verkaufen. Aber erstmal kommt das Essen hier rein. Gestreifte Eierpflanzfrosch mit einem Wirbelfrosch. Den kann sie dann bestimmt wieder verkaufen. Und die drei verkaufen. Au! Und da kann man jetzt ja dann auch wieder... Das stecken wir auch da rein. Das verkaufen wir so. Damit fangen wir nämlich nichts an. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Amy hat die Ausgrabung abgeschlossen. Okay, sehr gut. Amy, wie sieht's aus? Ja, wird es hier? Du bist wieder klitschnass, meine Gute. Ei. Die muss immer so viel schuften. Die arme Maus. Ich glaube, heute komme ich doch nicht so. Jetzt muss sie aufs Klo. Okay, geh mal bitte kurz aufs Klo, statt da rumzustehen und vielleicht da noch in der Pfütze zu spielen. Das will ich nämlich gar nicht. Dieses Wetter macht mich fertig. Arbeitslos. Ja, es tut mir leid, dass du arbeitslos bist. Aber ich kann da nichts ändern. Du bist erst nicht arbeiten. Du musst dich hier um alles kümmern. Jetzt geh noch Hände waschen. Und dann reisen wir.
So, dann wollen wir mal hier. Oh. Zeeplume, Yebony, Handeln. Denise, Aufkommen. Mal Luna, handeln. Mach mal hinne. Pimbus Fonsel, Zatork, Yidris, Zulni, Pimplu. Okay, Objekt Renai. verkaufen. Das machen wir. Oh, Spook. Oh, sie freut sich, Pensioen? sie freut sich, sie freut sich. Kasimua. So. Okay, wenn ich jetzt die Pflanzen hier verkaufe, ja, und immer nur ein bisschen was, da lass, okay, nee, da machen wir noch eine. Dann bekommt die Amy tatsächlich 3690 Simoleons. Und das ist großartig. Und Aha. deswegen machen wir Exenoi. das. So. Ugazoni. Wangini Honrum. Ordinal. Sollen wir da noch Samen kaufen? Halt, stopp, ich hab dich verloren, Amy. Da. Such mal nochmal zu handeln. Yabini. Ipetino. Grebex. Okay. Kongaloi. Nicht verkaufen, sondern Armadsursa. kaufen. Bitte. Griffin Slash. Kaufen, kaufen. Ruby Pomaze. Das haben wir schon. Ich nehme Früchte für Einsteiger. Ich weiß zwar nicht, was das gibt, aber das haben wir auch schon. Haben wir eigentlich schon eine Heidelbeere? Ich weiß es nicht. Holunder haben wir noch nicht. Karotte haben wir. Kirsche kann ich jetzt auch nicht sagen. Haben wir schon eine Kirsche? Nehmen es mal mit. Banane haben wir. Kokosnuss. Sollen wir eine Kokosnuss auch mitnehmen? Ach, was man hat, das hat man. Wir nehmen dann noch die Samen. Eine Orchidee. Oh, das wär's ja. Ach komm. Eine Amy, eine tun wir uns an. Ah, nee, tun wir uns nicht an. Nein, das tun wir uns nicht an. Das haben wir schon, das haben wir auch schon. Hammer. Ich glaube, Tomate hatten wir auch schon. Winterpflanzen können wir noch nehmen. Haben wir schon Zitrone? Okay, wir öffnen jetzt mal die Samenpakete und dann sehen wir, was da rauskommt. Okay, dann gehen wir hier hin und handeln. Da können wir jetzt einiges wieder verkaufen, was wir nicht brauchen. Annie? Sehr schön, dann verkaufen. Okay, wir haben wieder Erdbeeren. Ich denke, da ich schon 35 Erdbeeren eingeräumt habe, bleiben die da. Das lasse ich auch da. Kartoffeln lasse ich auch da. Tarofrucht. Also eine Tarofrucht wollte ich jetzt eigentlich nicht pflanzen. Gibt nochmal 224 Simoleons. Okay. Dann handel mal bitte nochmal. Farpasa Komm. Kampol. Pimbus Komm. Fonsel. Na also, funktioniert doch. Und jetzt kaufen wir. Yibs. Bisschen paar Zutaten kaufen. Okay, Blaubeere, Bonsai will ich nicht. Wir nehmen mal einige Eier, mal 6 Stück. Zweimal rotes Fleisch, zweimal weißes Fleisch. Milch nehmen wir 4. Zwei Aubergine, zwei Wassermelonen. Zweimal Salat, zweimal Kürbis, zweimal Pilz, das haben wir. Zweimal Käse, viermal Mehl und viermal Zucker. So, und dann geht's wieder zurück. Na, da wollte ich gucken, ob wir das schon haben, genau, den Kirschbaum. Aber ich würde sagen, die Amy kann jetzt tatsächlich wieder ein bisschen mehr kochen. Mit den Sachen. Was haben wir hier? Birne, Apfel. Also Zitrone fehlt uns. Und die Kirsche. Oh, und die Kokosnuss. Jetzt weiß ich, warum ich eine Kokosnuss hatte. Hallo, öffnen. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? So. Sehr schön. Das läuft doch. Dann. Pflanzen, Amy, Pflanzen. Ich weiß, unwohl. Aber wir müssen hier noch, da können wir noch ein Bäumchen reinsetzen. Jo. Wir haben noch
eins, zwei, drei, vier Plätze frei, um da noch was reinzusetzen an Frucht oder sonst irgendwas. Jetzt könntest du die anderen Sachen vielleicht auch pflanzen? Dankeschön, das ist sehr nett. Wunderbar, das war die Kokosnuss, das war die Zitrone, die geht hier hin und das war die Kirsche. Okay, ich würde sagen, jetzt gibt es doch schon einiges mehr. Was wir jetzt noch, oder was Emi jetzt noch machen könnte, die könnte auch mal woanders hier hinreisen. Gibt es hier in Newcrest nicht auch noch wo andere Plätze, wo man sich aufhalten kann? Ich versuch's mal. So, und sie hat den Daryl mitgenommen. Über Veränderungen in der Nachbarschaft reden, Tag verschönern. Wir fangen mal so an. Im Herzen kommt das Kompliment machen. Und dann versuchen wir mal zu flirten. Und dann... Gorba. Parish, Tepsoturib. Knuddeln. Nibwasabu. Aragaba am Sum Fatamoy. Honka Free. Und die Stimmung teilen. Mal schauen und quatschen. Ravobi Hapyam. Tiefgründige Unterhaltung. Okay, aber er springt auch drauf an, ne? Das ist ja schon. Genau. Kompliment über Aussehen machen, Zuwendung. Wir stehen sich angezogen zu fühlen. Okay, aktiv. Also er lässt sich aber schon auf einen Anmachspruch. Mal gucken, ob es funktioniert. Und dann mal kennenlernen. Zurückhaltender erster Kuss. Auch da werden wir es versuchen. Oh ja. Let's go. Es hat ja auch funktioniert. Flirte mal nochmal. Dann müssen wir hier noch ein bisschen tiefgründige Unterhaltung. Nochmal hier freundlich über Interessen reden. Funktioniert gerade nicht, wenn der Sport macht. Ha? Hingabe ausdrücken. Also er ist auch sehr kokett. Yes. Du warst wirklich spendabel. Ich stehe kurz davor, meine Firma zu öffnen, aber 1000 Simonen sind schnell aufgebraucht. Ich könnte eine weitere Finanzmittel, falls es geht. Okay. Küss mal seine Hände. Nudeln. Emi fühlt sich in letzter Zeit wie eine Expertin im Flirten. Vielleicht ist sie im Herzen eine richtige romantische Veränderung annehmen. Romantisch. Ja. Warum auch nicht? Freundlich. Machen wir noch Smalltalk. Wir haben hier noch echt wenig Aktivitäten mit dir gemacht. Von Natur schwärmen. Wir wollen nicht über Hochzeit reden. Nach Karriere fragen. Über Regen sprechen, genau. Jetzt geht von Naturschwärmen dran. Echt jetzt? Von Herzen. Kommendes Kompliment machen. Kompliment.
Hando. Oh, Vadish. Bitten, eine Techtelmechtel-Partnerschaft einzugehen? Bitte, was? Yibs, yibs, happy I'm from. Ziragwa Penarb, Fizikwabe. Moment mal, hat er jetzt eigentlich einen Job? Jetzt habe ich das gar nicht. Nee, der hat nichts über seinen Job gesagt, ne? Ah, doch, arbeitslos. Okay. Dann natürlich. Nein, wo war denn das jetzt? Der rat, den Traumjob anzunehmen. Oh. Hier. Genau. Oh, Shinoi. Jetzt. Rate ihm doch, den Traumjob jetzt anzunehmen. Refsig Shufflet. Vubea. Oh, Sarpava. Ah. Clevite Bors. Arveni Zonxo. Blahoyatha. Simonis Arrow. Genau, dann sing doch mal darüber. Wir haben aber immer noch nicht die TV-Staffel-Premiere geschaut. Levelaufstieg, sehr schön. Hier gibt's aber auch nichts. Ich habe gedacht, hier gäbe es vielleicht auch noch mal was wir ernten könnten. Aber hier, es scheint alles schon weg zu sein. Schade, und da gibt es nur hier was. Da kann man gar nicht weiterlaufen. Okay. Nein, liebe Amy. Jetzt sagst du hier, Ciao, Daryl. Schön, dass du da warst. Und dann werden wir wieder nach Hause gehen. Ja, ich lasse mal die Amy reingehen, damit sie nicht noch nasser wird. Unsere Amy, die Liebe, die ist glücklich. Und ja, aber ich beende jetzt diesen Part an dieser Stelle. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Und ich bin gespannt, was jetzt da rauskommt in der letzten Folge, mit wem sie sich noch weiterhin treffen soll und mit wem wir die Liebesleiste jetzt wirklich entfernen. Da hätte ich gern eine Antwort drauf. Also schau dir einfach dann, wenn du die Folge noch nicht gesehen hast, die letzte Folge an und hilf mir doch bitte mit bei der Entscheidung, ja. Unten in der Videobeschreibung habe ich ganz viele liebe YouTuber verlinkt. Auch die machen tolle Let's Plays, bei denen darfst du auch gerne reinschauen. Dann findest du den Link zu meinem Discord-Server. Auch da würde ich mich freuen, wenn du drauf joinst. Und ich dich doch begrüßen dürfte, ja. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, schönen Mittag, schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.